An Lovelyn können sich viele Fans von Germany's Next Topmodel sicherlich noch gut erinnern, denn sie gewann 2013 die 8. Staffel der beliebten Castingshow mit Heidi Klum. Seither war die mittlerweile 24-Jährige auf zahlreichen Events zu sehen. Das Model teilte nun eine ganz besonders schöne Nachricht mit ihren Fans auf Instagram, denn sie ist schwanger. Gemeinsam mit ihrem Freund erwartet sie ihr erstes Kind und präsentierte das Ultraschallbild ihren Fans. Dazu schrieb die werdende Mutter stolz: "Große Dinge beginnen oft klitzeklein." Natürlich erntete Lovelyn bereits zahlreiche Glückwünsche in den Kommentaren. Darunter waren auch einige andere Stars von GNTM, die ihr gratulierten. Luise Hartema, die Siegerin von Staffel 7, gratulierte ebenso wie Betty Taube, die es 2014 bis ins Halbfinale der Model-Casting-Show schaffte. Gegenüber Bild plauderte Lovelyn ein paar Details aus und verriet unter anderem, dass es sich um ein absolutes Wunschkind handele. Schon vor einem halben Jahr habe sie die Pille abgesetzt und fühlt sich bereits schwanger zu werden. Bereits im 4. Monat ist das Model nun und freut sich wahnsinnig auf ihr Kind. Doch Lovelyn geht es nicht immer gut. Sie leidet seit ihrer Schwangerschaft an Übelkeit, Müdigkeit und starken Rückenschmerzen. Doch wenn man das Gesicht der baldigen Mutter sieht, weiß man direkt, die einstige GNTM-Gewinnerin ist überglücklich.